Herzlich willkommen zum Power Morning, heute mit Nicole Seifert. Ich freue mich, Sie euch heute dabei begrüßen zu können und möchte damit beginnen, unsere Gästin vorzustellen. Nicole Seifert ist promovierte Literaturwissenschaftlerin und arbeitet als Autorin, Lektorin und Übersetzerin. Sie lebt mit ihrer Familie in Hamburg. Bevor sie anfing, frei zu arbeiten, hat sie im S. Fischer Verlag eine Ausbildung als Verlagsbuchhändlerin absolviert. Sie hat Amerikanistik und vergleichende Literaturwissenschaften in Berlin studiert. Anschließend hat sie über die Tagebücher von Virginia Woolf, Sylvia Plath und Catherine Mansfield promoviert. Ihr Blog Nacht und Tag, der sich ausschließlich mit Schriftstellern beschäftigt, wurde 2019 mit dem Buchblog Award der NetGalley und dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels ausgezeichnet. Das ist auch das Jahr, in dem ich auf Nicole Seifert aufmerksam geworden bin, durch einen Beitrag, der von ihr damals erschien, von sexistischen Stammtischweisheiten und der Geschichte der Misogynie. Die Autorin Nicole Seifert meint, wenn wir Schriftstellerinnen weiter abwerten, verpassen wir das Beste. In ihrem Buch Frauenliteratur, explizit durchgestrichen, abgewertet, vergessen, wiederentdeckt, untersucht sie, wie es mit der Sichtbarkeit von Autoren in der Literaturkritik, bei der Vergabe von Literaturpreisen, in Verlagsprogrammen, in schulischen Lehrmaterialien, in Jurys oder bei Stipendienvergaben heute aussieht. 3 Jahre lang hat Nicole Seifert ausschließlich literarische Werke von Autorinnen gelesen und darüber in ihrem Blog Nacht und Tag berichtet. Ihr Fazit? Frauen schreiben nicht weniger oder weniger gut. Sie stoßen nur an unsichtbare Grenzen, die ihnen die frauenfeindlichen Strukturen im Literaturbetrieb setzen. Weder an der Qualität noch an der Quantität der Literatur liege es, sogar das Gegenteil sei der Fall. Wir lassen uns das Beste entgehen, wenn wir in unseren Bücherregalen nicht endgültig eine Frauenquote einführen. Nicole Seifert fordert dazu auf, sich die frauenfeindlichen Strukturen im Literaturbetrieb genauer anzusehen und sich für Veränderung zu engagieren. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute Morgen Nicole Seifert für unser Gespräch gewonnen haben. Ich fand das sehr interessant. Sie haben ja 3 Jahre, ursprünglich hatten Sie vor 1 Jahr, sich intensiver mit Frauenliteratur zu beschäftigen und haben nur Bücher von Frauen gelesen. Wie kamen Sie, konkret die Frage, nochmal zu der Wahrnehmung des Gender Gaps in der Literatur? Und wie waren die ersten Schritte der Beschäftigung, mit diesem Gap umzugehen? Ja, ich muss erstmal sagen, dass mir das natürlich erstmal jahrzehntelang nicht aufgefallen ist. Also so 30 Jahre lang habe ich das erstmal alles so hingenommen. Ich glaube auch nicht, dass ich zum Beispiel in der Schule das damals wahrgenommen habe, dass wir da ausschließlich Bücher von männlichen Autoren gelesen haben. Das war eben so. Dass ich das jetzt, dass das anfing, mir aufzufallen, war eigentlich also unglaublich spät. Andere haben das Thema tatsächlich schon länger auf dem Schirm gehabt und haben mich da auf die Spur gebracht. Als ich meinen Blog gestartet habe, das war 2018, da wollte ich einfach nicht das machen, nicht die Bücher besprechen, die sowieso überall schon besprochen sind, sondern mir halt was suchen, was nicht so richtig was ein bisschen zu kurz kommt. Und da hätte man zum Beispiel genauso gut unabhängige Verlage sich aussuchen können. Gab es aber schon einen Blog, der das sehr schön macht. Und ich bin dann ein bisschen nach dem gegangen, was mir selbst auch gut gefällt. Und das war eben Literatur von Frauen. Und dann fiel mir eigentlich erst auf, als ich mich inspirieren lassen wollte, vom Feuilleton zum Beispiel, dass da nicht viel Inspiration zu finden ist. Also da fiel mir auf, dass eben, ich hatte dann die Süddeutsche und die FAZ zu der Zeit abonniert, dass da doch von diesen 3 Rezensionen, die es meist täglich gibt,
zwei, wenn nicht drei und auch immer noch von Männern sind. Damit bin ich erstmal auf ziemlich viel Skepsis gestoßen. Das war auch vor der Frauenlesenstudie, kurz vorher. Und habe dann selbst angefangen zu zählen und bin, glaube ich, mit meiner kleinen Privatzählung, die sich aber wirklich nur auf FAZ und Süddeutsche bezog und einen Monat, also kleine Stichprobe, dann einen Monat vor der Frauenlesenstudie habe ich diesen Post damals gemacht. Und ja, das war der Anfang. Und dann wurde mir die Schieflage auf allen Ebenen, auch in den Verlagsprogrammen, auch schon bei den Produktionsbedingungen immer klarer. Immer klarer in Form, also wir hatten ja bei Frauenzählen festgestellt, dass Frauen sozusagen besprochen werden, sie werden aber weniger häufig besprochen und sie werden kürzer besprochen und es ist ein Zusammenhang zwischen Hardcover und Taschenbuch, also sozusagen Originalausgaben. Haben Sie das auch feststellen können oder war das nochmal Gegenstand Ihrer Untersuchung? Das habe ich tatsächlich nicht so genau in den Blick genommen. Was ich dann später, als ich das Buch dann geschrieben habe, gemacht habe und was ich auch eine der härtesten Erkenntnisse finde, ist der Umgang mit Literatur von Frauen, also die Art und Weise, wie sie besprochen werden, das ist ja immer schwer, das zu belegen. Es gibt auch in den Reaktionen auf mein Buch bis heute Medien und Menschen, die möchten es einfach nicht glauben. Aber man kann es eben immer nur anhand von Einzelbeispielen darlegen. Was ich versucht habe, ist ist das Gemeinsame der Einzelbeispiele zu zeigen, wie Autorinnen abgewertet werden, was für Traditionen da wirken, wie weit die zurückgehen. Also das ist da einfach, dass sich da auch tatsächlich nicht viel geändert hat. Eben schon, mein Buch heißt ja aus dem Grund Frauenliteratur mit durchgestrichenem Frauen, weil eben auch schon dieser Begriff Frauenliteratur dazu dient, Literatur von Frauen abzuwerten und zwar zu unterscheiden von der richtigen Literatur, der Männerliteratur. Mhm. Frau Seifert, können Sie uns vielleicht nochmal auf diese Reise mitnehmen, der Geschichte der sozusagen der nicht sichtbaren Frauen in der Literatur? Ja, also es fing mal damit an, dass es wird ja immer gesagt, Frauen haben eben nicht so viel geschrieben und leider auch so wenig Gutes. Das ist immer, wenn ich komme ja aus dem Buchverlag und immer wenn ich Bekannte angesprochen habe, dass ja in ihren Klassikerreihen fast keine Autorin sind, dann kommt immer das von Leuten, die Literaturwissenschaft studiert haben. Und das stimmt nicht. Frauen schreiben schon genauso lange wie Männer. Und was jetzt gut ist und was nicht gut, ist ja eine Zuschreibung, die nicht nur mit Qualität zu tun hat, sondern eben auch mit Themen, mit Geschlechterstereotypen. Und Fakt ist, die schreiben schon genauso lange, haben nicht genauso viel geschrieben, das stimmt, weil sie nicht dieselben Bildungsvoraussetzungen hatten und auch nicht denselben Zugang dazu überhaupt veröffentlicht zu werden. Und zum einen haben Frauen eben deshalb lange unter männlichem Pseudonym geschrieben, um überhaupt die Möglichkeit zu haben, veröffentlicht zu werden und dann auch ernst genommen zu werden. Also man muss sagen, als Frauen dann bestimmte Berufe erlaubt waren und als sie auch schreiben durften, wäre das immer noch ein Verstoß gegen die bürgerliche Familienehre gewesen, der das unmöglich gemacht hat. Okay. Und dann haben es einzelne Frauen geschafft. Der erste deutsche Roman, also sozusagen der erste deutsche Frauenroman, der tatsächlich auch direkt als solcher in die Welt oder geframed wurde, würde man heute sagen, ist die Geschichte des Fräulein von Sternheim von Sophie von La Roche, die ihrem Cousin Christoph Martin Wieland zu verdanken hat, dass der Roman veröffentlicht werden konnte. Und jetzt schlage ich auch gleich einen größeren Bogen, so kleinteilig geht es nicht weiter. Der hat aber diesen Roman versehen mit Fußnoten und einem Vorwort, indem er sich an die männlichen Leser und vor allem auch an die männlichen Autoren richtet. Und wo drin stand,
Das ist natürlich hier jetzt nur von einer Frau für Frauen. Das ist keine Kunst oder so. Ihr müsst keine Sorge haben, dass euch da jetzt hier das Terrain irgendwie streitig gemacht wird. Und entsprechend wurde das Buch rezipiert. Und damit war auch so ein bisschen die Idee des Frauenromans in der Welt. Und das, dieses von Frauen für Frauen, das muss euch nicht beschäftigen, das wirkt eben, das wird heute noch benutzt, um Literatur von Frauen abzuwerten. Sie haben ja auch noch mal andere Beispiele da gebracht in Ihrem Buch. Joanna Russ, How to Suppress Women's Writing, was 1983 erschienen ist und leider nie ins Deutsche übersetzt wurde, was Sie festgestellt haben. Woran liegt das, dass diese wichtigen Bücher, die sich mit dem Thema der Sichtbarkeit und des Nichtvergessens von Frauen, von schreibenden Frauen, die Literatur schreiben, so wenig einen Stellenwert bei uns hat? Tja, also speziell bei diesem Buch ist die Frage, dass also man könnte natürlich sagen, 83, da war die Verlagswelt noch viel männlicher dominiert und geprägt als heute. Heute gibt es ja viele Verlegerinnen, das war damals einfach noch nicht so. Also bei der Frage, wer sucht das aus, wer entscheidet, dass es wert, übersetzt zu werden, man muss das wichtig finden. Gleichzeitig gab es ja aber beginnend in den 70er Jahren viele Fraueninitiativen, Frauenverlage, die das auch nicht übersetzt haben. Also das, wie das jetzt in diesem speziellen Fall kam, ist die Frage, aber es ist auf jeden Fall eines der ganz wichtigen Werke, auf denen mein Buch aufbaut und meine Recherche, weil Joanna Russ eben das auch so systematisch sich angeschaut hat, wie eben schon das Schreiben von Frauen verhindert wurde, dann das Veröffentlichen, wie es in der Rezeption weitergeht, wie das kanalisiert wird, für wen das ist und wie ernst das zu nehmen ist oder eben nicht. Und das hat sie sehr klug analysiert. Auch eine Autorin, eine Bestseller-Autorin wie Elena Ferrante, hat diese Barrieren immer wieder thematisiert. Und auch sozusagen thematisiert, dass sie sozusagen als Frauenliteratur, ich sage jetzt mal, gelabelt wurde und dass sie das also nicht in der Form sozusagen akzeptiert, sondern dass es das, was sie tut und was sie schreibt, Literatur ist. Möchten Sie schon übergehen zu der Textpassage, die wir ausgesucht haben, Frau Seifert? Sehr gerne. Das ist ja auch so ein bisschen so eine Basis. Also das eine kurze Textstelle, zwei Seiten. Sollte das Geschlecht eine Rolle spielen bei der Entscheidung, was wir lesen? Die meisten würden wohl sagen, nein. Wichtig ist schließlich, dass einem Inhalt und Stil zusagen, egal wer das Buch geschrieben hat. So hätte ich selbst geantwortet, aus Überzeugung neulich noch. Bevor mir auffiel, dass Autorinnen in der Schule praktisch keine Rolle spielen. Dass ihre Anzahl in jedem Kanon, den das Feuilleton aufstellt, verschwindend gering ist. Und dass sogar in meinem eigenen Bücherregal sehr viel mehr Autoren stehen als Autorinnen. Bevor ich den Eindruck hatte, dass Werke von Autorinnen deutlich weniger besprochen und oft gering geschätzt werden. Im Frühjahr 2018 begann ich, bei den täglichen Literaturseiten der Frankfurter Allgemeinen und der Süddeutschen Zeitung genauer hinzusehen. Und stellte fest, dass sich von den durchschnittlich 3 Rezensionen meist 2 oder 3 mit Büchern männlicher Autoren befassten. Stammte mal eins von einer Autorin, war die mit großer Wahrscheinlichkeit bereits bekannt und etabliert oder der Roman hatte schon im Ausland Aufsehen erregt. Mir fehlten unbekanntere, jüngere weibliche Stimmen. Es gab sie ja. Sie lagen in den literarischen Abteilungen der Buchhandlungen. Warum also kamen sie im Feuilleton so wenig vor? Auch Autorinnen brauchen schließlich Sichtbarkeit, um vom Schreiben leben zu können. Und eine Rezension macht sichtbar, ob sie positiv ist oder negativ. Nur muss ein Buch es in den Augen der Redaktion erstmal wert sein, besprochen zu werden. Mein Eindruck war, dass schon bei der Vorauswahl eine Voreingenommenheit herrschte, dass es alles andere als geschlechtergerecht zuging. Wenige Monate später wurde mein Eindruck durch die Veröffentlichung einer Studie der Universität Rostock bestätigt, die im Monat März 2018 über 2000 Rezensionen aus 69 deutschen Medien, Print, Hörfunk und TV
sozialwissenschaftlich auswertete. Die Studie Frauen zählen kam zu dem Ergebnis, dass Bücher von Männern doppelt so häufig besprochen werden wie Bücher von Frauen. Und nicht nur häufiger, sie bekommen auch mehr Raum. Eine besonders aufschlussreiche Zahl: männliche Rezensenten besprechen zu 3/4 Bücher von Männern und nur zu 1/4 Bücher von Frauen. Die Rezensentinnen dagegen besprechen in ausgewogenem Maße Bücher von Männern und Frauen. Auch hier zeigt sich also, was Frauen schreiben, scheint speziell an Frauen gerichtet zu sein. Was Männer schreiben, rezipieren dagegen alle. Die Studie attestiert dem Literaturbetrieb ein strukturell nachweisbares, geschlechterbezogenes Bias, eine Voreingenommenheit. Das deckt sich mit den Ergebnissen anderer europäischer und internationaler Studien zu Geschlechterverhältnissen im Medienbetrieb. Ja, ganz herzlichen Dank. Das ist, denke ich mal, ja jetzt auch noch mal eklatant, gerade noch mal nachgelegt worden in der Fernsehsendung Das. Ich weiß nicht, wer im Publikum das gesehen hat, wie Dennis Scheck sich sozusagen abwertend zu Frauenliteratur, also geschriebener Literatur von Frauen geäußert hat. Er ist speziell zu dem Buch befragt worden und hat gemeint, dann könnte es dann auch Hundeliteratur geben. Habe ich das richtig wahrgegeben? Ja, naja, er saß da auf dem Sofa, um sein eigenes Buch über seinen Hund zu bewerben und war dann sehr, sehr unlustig, als der Beitrag zu meinem Buch kam, darauf überhaupt einzugehen, was deshalb ein bisschen ungezogen, möchte ich fast sagen, war, weil wir im gleichen Programm, im gleichen Verlag sind. Und da hätte es jetzt auch schon mal die Höflichkeit geboten, bei einem Satz mehr zu sagen. Es wäre auch seine Chance gewesen, nachdem er doch sich ziemlich viel Peinliches geleistet hat zuletzt, mal die Flucht nach vorn anzutreten. Aber hat er nicht gemacht. Also was mir tatsächlich häufiger begegnet ist, ja, aber diese Studie, die ist ja jetzt schon so alt. Also das hat sich ja total gebessert seitdem. Das wollen mir immer wieder Leute erzählen. Also es werden immer diese Zahlen eingefordert, dann sind sie da, dann werden sie sofort relativiert und dann sind sie auch schon wieder zu alt, hat sich alles geändert. Also das hat einfach, und das Zählen wird ja auch bei jeder Gelegenheit lächerlich gemacht. Die zählen, haben keine Ahnung von Literatur. Das ist mühsam. Aber was sind die, wenn man nochmal, ich glaube auch, dass es lächerlich gemacht wird, weil es ja einfordert, eine Veränderung. Und diese Veränderungen sind zum einen entweder nicht gewollt oder einfach auch unbequem, sich sozusagen nochmal zu überlegen, wie hat sich denn Literatur verändert und wie bilden wir eigentlich das ab, was um uns rum ist. Das denke ich. Sie haben aber noch mal ausführlicher auch noch mal die Literaturkritik beleuchtet, nämlich mit der Arbeit von Veronika Schuchter, die auf das eklatante Geschlechterungleichgewicht eingeht. Könnten Sie uns da noch mal etwas ausführlicher sozusagen einen Bogen schlagen? Da weiß ich jetzt gar nicht genau. Müssen Sie noch mal mir ein bisschen mehr auf die Sprünge helfen, worauf Sie hinaus wollen. Also es ging da einfach nochmal um die Arbeiten und Rezensionen von Reich, Ranitzky, Scheck, also hauptsächlich männlichen Rezensenten, die im Grunde genommen ein sexistisches Verhalten an den Tag legen, nämlich strotzende Ignoranz, Unsachlichkeit, Feindseligkeit und dass das kaum mit sachlicher Kritik zu tun hat. Ja, danke. Auch da kann man ganz schön den Bogen schlagen. Reich Ranitzky ist ja nun der, um den man nicht drum herum kommt, wenn es um Sexismus in der Literaturkritik geht. Auch weil er zwar nun nicht mehr unter uns ist, aber eben da auch einfach Maßstäbe gesetzt hat, was geht. Und auch jemand war, dem, glaube ich, immer noch viele nacheifern. Also was einfach die Präsenz und auch die dieses positiv ausgedrückt Lebendige angeht oder Polarisierende.
also sich so als der zu geben, der so verreist. Das habe ich immer wieder den Eindruck, da ist sein Vorbild immer noch sehr lebendig. Und der, bei ihm lief das zum Beispiel sehr stark über die Themen. Also mein Lieblingsbeispiel ist da ja immer der erste Roman von Marlene Strerowitz, wo es eben um eine verlassene, alleinerziehende, berufstätige Frau geht, wo sie das gemacht hat, was auch heute viele Autorinnen für das Gebot der Stunde halten, nämlich wahrhaftig über das, was am Frauenleben immer noch speziell und benachteiligend ist, wahrhaftig darüber zu schreiben. Und das hat sie da beispielhaft und bis heute ja unglaublich frisch und irgendwie unerreicht, dieses Buch Verführung. Das hat er natürlich, muss man sagen, auch sein. Also es ist ja klar, dass er dazu nur sagen konnte, was sind das denn für Themen, wen interessiert das denn? Das ist doch alles nur traurig und peinlich und schrecklich. Und immer natürlich auch gegen die Autorin. Also natürlich, weil so diese Art Verrisse funktionieren. Denn würde man sich die ästhetisch anschauen, würde man die als Literatur ernst nehmen, könnte man sie sehr schlecht verreißen, weil das einfach Weltliteratur ist. Das wird auch deshalb gar nicht gemacht. Das wird bis heute nicht gemacht, auch nicht von Dennis Scheck und Konsorten, die auch gerade dann, wenn Autorinnen gesellschaftskritisch werden, gerade dann, wenn sie den Finger darauf legen, was am Leben von Frauen im Patriarchat unerträglich und ungerecht ist und was man da ändern müsste, gerade dann werden gerade erfolgreiche Autorinnen verrissen. Und zwar ad personam, also ad feminam. Das geht dann richtig krass gegen die Person. Und das zeige ich im Buch genauer an den Beispielen Karen Köhler, die eben deren Roman Miroloy ja sehr sehnlich erwartet wurde nach ihrem sehr erfolgreichen Erzählungsband. Und sie war von vornherein, hat sie dafür sehr viel Aufmerksamkeit bekommen, war schon eine preisgekrönte Autorin. Und dann kommt ein so patriarchatskritischer Roman, der in einer Weise verrissen worden ist, wie es das selten gibt. Und ich muss an der Stelle immer sagen, meine Haltung ist nicht, Werke von Autorinnen dürfen gar nicht verrissen werden, sondern es geht darum, wie das stattfindet. Und hier fand das eben auch so statt, dass sich im Grunde genommen das nicht so genau angeguckt wurde, wie es eigentlich Aufgabe der Literaturkritik ist. Dass es auch nicht eingeordnet wurde in die Traditionen, in die es gehört, weil die kennen die Literatur nicht. Diese Literaturkritiker kennen diese Literatur von Frauen nicht, weil sie ja auch nicht, kommt in der Schule nicht vor, sie kommt im Studium nicht vor. Und ihr Interesse ist es auch nicht. Und dann kommt eben sowas raus wie ganz offene Fragen. Also zum Teil wurde das offen, also in einer Rezension zu Miroloy, wurde es offen gefragt, womit soll man das denn vergleichen? Und das muss ich sagen, finde ich schon ein starkes Stück, wenn man diese Frage hat, der nicht nachzugehen, sondern einfach so zu tun, als wäre das ja nun wirklich, als würde das nun wirklich aus allem rausfallen und wäre einfach völlig daneben. Und das ist ein Satz noch, zum Beispiel der erste Roman von Judith Herrmann, auch nachdem sie in dem Fall mit mehreren Erzählungsbänden sehr erfolgreich war, ist auch sehr stark verrissen worden. Da geht es auch, das ist auch Patriarchatskritik, da geht es auch um eine Frau, die den Mann verlässt, die autonom, autark weiterlebt. Und das halte ich nicht für Zufall, dafür tritt es wirklich viel zu gehäuft auf. So. Sie würden sagen, das ist da sozusagen eine, ich würde sagen, sexistische Reaktion auf andere Bilder und andere Narrative gibt, die nicht im Mainstream sozusagen angepasst sind. Ja, also die auch den in unserer Kultur vorherrschenden Weiblichkeitsbildern nicht entsprechen. Also da, wo Autorinnen, und das haben Autorinnen immer schon gemacht, in einer Weise, die mir so auch neu war es mir tatsächlich erst in diesen 3 Jahren Frauenlesen so richtig klar geworden, wie sehr es da Traditionen gibt und wie sehr sich da Bilder wiederholen und formen. Und das ist eben zum Beispiel, dazu gehört zum Beispiel auch, dass
Autorinnen sich diese Weiblichkeitsbilder aneignen und da auch die, also Figuren schreiben, die sich nicht fügen in diese, ja, entweder die gute Frau, die sich unterordnet, die unverheiratete Tante, die dann in der Familie des Bruders aufgeht, also diese akzeptierten Rollen, sondern die eben, also zum Beispiel die Rolle der Hexe für sich positiv umdeuten und ein glückliches, freies Leben führen und mit dem Teufel Sex haben, wie zum Beispiel bei Lolly Willows. Es gibt da ganz großartige Romane, in denen genau das passiert, die zum Teil auch wahnsinnig komisch sind, auch wegen dieser Umkehrung. Ich habe noch mal eine Frage. Also auf der einen Seite haben wir diese Literaturkritik, auf der anderen Seite haben wir Verlage, in denen in den literarischen Kernprogrammen häufig nicht so viele Autorinnen sich befinden wie Autoren, dass diese oft sozusagen eher in Imprints gesteckt werden. Wie ist da das oder wie schätzen Sie da das Zusammenspiel ein zwischen den Platzierungen der Sichtbarkeit auf der einen Seite von den Verlagen und dann diese Reaktion der Kritik? Gibt es da einen Zusammenhang aus Ihrer Sicht? Ja, auf jeden Fall, weil an der Stelle ja schon kanalisiert wird, es wird ja immer bei der Programmplanung überlegt, wer ist das? Wer ist die Zielgruppe? Und wenn Bücher von Frauen, unabhängig davon, ob die vielleicht von der Stilhöhe genauso im literarischen Kernprogramm erscheinen könnten, in ein Imprint gesteckt werden und dann kommt noch eine Frau auch aufs Cover, die aufs Meer guckt oder so, dann guckt das kein Mann mehr an. Damit ist die Frau aus der ernsthaften Rezeption raus, die Autorin, das Werk. Und das, ich glaube, dass sich da auch unter Autorinnen verstärkten Bewusstsein für bildet, dass sie sich vielleicht auch mehr trauen zu widersprechen, wenn so diese, man kann ja nur so und so viel machen, muss man auch sagen, als Autorin, aber ich beobachte das auch auf dem englischsprachigen Markt, dass da, ich glaube, das war mir so, fing an, mir aufzufallen, als Meg Woolitz da den großen Erfolg hatte mit The Interesting, dass es so grafische Cover gibt. Mhm. Dass da einfach keine Frauen mehr auf dem Cover sind, dass das nicht direkt so gelabelt werden muss oder so diesen Stempel kriegt, sondern dass das halt, das hat das gleiche Format wie so ein Friendsen gehabt und hatte ein grafisches Cover und kann damit auch woanders stehen und auf anderen Tischen liegen und wird vielleicht sogar mal auch von jemand anders angeguckt als von der vermeintlichen Zielgruppe. Meinen Sie das also eine Frau auf dem Cover eher zu einem Trivialitätsverdacht führt? Ja, ich glaube schon. Also das lässt sich jetzt schwer, Trivialitätsverdacht, also ja, das ist jetzt ein bisschen, also in jedem Fall, also seit ich so ein bisschen drauf achte, auch beim Zugfahren oder so, ich sehe keine Männer, die Bücher lesen, wo Frauen auf dem Cover sind. Mhm. Sowieso nicht viele Männer, die Bücher lesen. Aber das ist, glaube ich, das ist einfach noch sehr, der Markt ist da schon sehr, da findet mehr Geschlechterzuschreibung statt, als gut ist und auch als nötig wäre, denke ich. Wir wissen, also auch aus anderen Bereichen, zum Beispiel beim Film, dass wenn wir sozusagen uns zurückerinnern, es wichtig ist, sozusagen, was sind die Bilder im Kanon, die wir haben. Wie sehen Sie das in der Literatur von Frauen? Wie ist es da mit den Klassikern? Müssen wir die wiederentdecken? Sind die tatsächlich überhaupt sichtbar? Und wenn, also, haben Sie da eine Idee, wie wir das gemeinsam hinbekommen können? Also es gibt auf jeden Fall wahnsinnig viel wieder zu entdecken, was die Entdeckung auch wert ist. Ich glaube, wovon man sich ein bisschen verabschieden muss, ist so diese Vorstellung, dass das dann genau das Gleiche ist, wie das, was wir von Männern kennen, nur eben von Frauen. Ich habe ja zum Beispiel im Buch, gehe ich ja sehr genau ein, auf Gabriele Reuter, die eben so ein bisschen als der Fontane ihrer Zeit, also die gleichzeitig mit Fontane geschrieben hat, auch über ähnliche Themen,
Und das ist eben ganz anders. Das, also wenn man die jetzt verkaufen würde heute als den weiblichen Fontane, das führt in die falsche Richtung, weil es nicht so gemütlich ist und weil es anklagender und auch so naturalistischer ist. Also man liest, wenn der jetzt vielleicht in der Schule Gerhard Hauptmann gelesen hat oder so, das ist, das liest man jetzt nicht unbedingt so freiwillig nochmal abends im Bett wie Fontane. Und Gabriele Reuter geht eher so in die Richtung. Ist ganz toll und ich würde die unbedingt empfehlen. Aber wenn man irgendwie denkt, wir brauchen jetzt den weiblichen Fontane und den weiblichen Thomas Mann und so, dann, also das ist schon was Besonderes, was man findet. Aber es gibt wahnsinnig viel und die englischsprachigen Länder sind uns da weit voraus. Und was die wiederentdeckt haben bisher, und die sind auch weiter dabei, übersetzen, also wenn die das mal rausgebracht haben, übersetzen die deutschen Verlage das auch. Aber dass es bei uns auch wahnsinnig viel wieder zu entdecken gibt, da ist, glaube ich, der Zug ist noch nicht so richtig losgefahren. Es gibt vereinzelt Vicky Baum und Gabriele Tergit und so vereinzelt gibt es das, aber ich würde mal behaupten, da muss es viel mehr geben. Also da gibt es viel mehr. Also da gibt es ja auch Verlage, die sich darauf spezialisiert haben. Ja. Unter anderem zum Beispiel der Aviva Verlag, der ja da auch immer wieder uns gerade aus der Zeit der 20er tolle Autorinnen neu präsentiert. Wenn wir aber einfach nochmal an diese Wiederentdeckung der Frauen denken und ihre Geschichten, fällt es da nicht auf, dass, so wie Sie erzählen, auch Tabubrüche in der Zeit sozusagen schon enthalten sind? Das fand ich eigentlich, dass sie nicht der üblichen damaligen Norm entsprechen. Und ich glaube, das ist das, was für uns heute als Frauenbilder oder Bilder von Frauen das Spannende und das Interessante sein könnte. Ja, unbedingt. Also das ist eben sowieso das, was ich eben schon angedeutet habe, was ich so spannend finde, daran dann auch sich mal zu konzentrieren auf die Literatur von Frauen, dass genau diese eigene Perspektive, auch dieses sich das zu eigen machen, dass das da so stattfindet. Und ich denke, dass das ist eigentlich so die eine, also mit die interessanteste Erkenntnis, auf die ich dann auch in der wissenschaftlichen Literatur gestoßen bin bei der Recherche, dass das natürlich auch der Grund dafür ist, dass diese Literatur vergessen ist. Denn tatsächlich ist sie ja nicht vergessen, sondern es sind ja alles aktive, also sondern verdrängt worden. Es sind ja alles aktive Entscheidungen, wo Bücher verlegt werden, wie die besprochen werden, ob die weiter aufgelegt werden, ob die in Literaturgeschichten aufgenommen werden, in Kanonaufstellungen. Die wurden da absichtlich nicht aufgenommen, weil man sich mit dem Inhalt dieser Bücher hätte beschäftigen müssen, mit den Ungerechtigkeiten, die da beschrieben werden. Und wenn man das lehren würde, an der Schule zum Beispiel, dann würden von den Kindern aber hundertprozentig Fragen kommen, die dann auch besprochen werden müssten, um jetzt, dass man nur auf die Schule. Und in der Literaturkritik ist es ja dasselbe, wenn das einmal im Feuilleton ist oder einmal in irgendwelchen Gesprächsrunden, dann ist die Katze aus dem Sack und darüber möchte eben nicht gesprochen werden. Also zu viele möchten, dass darüber nicht gesprochen wird, was wir eben schon hatten. Es stünden dann Veränderungen an, Forderungen stehen im Raum. Sie öffnen ja bei dem Thema Verdrängen und Vergessen, finde ich, den Raum sehr groß und sagen, es geht nicht nur sozusagen um die Literatur, die wir vergessen haben, ich sage jetzt mal seit der Aufklärung, sondern auch nochmal die Geschichten von Gruppen wie BIPOCs oder LGBTQIA und sagen, das sind heute genau solche, ich sage jetzt mal, diskriminierten Gruppen, dessen Narrative einfach gerne unterdrückt werden und nicht thematisiert werden. Wie meinen Sie, können wir es schaffen, diese Literatur stärker in den Kanon zu bringen? Also Sie fragen sich ja sozusagen über den sozusagen wissenschaftlichen Ansatz, was müsste da eigentlich passieren, damit wir da sozusagen sorgfältiger und genauer hinschauen? Ich glaube, das ganz Entscheidende ist, dass man sich überhaupt klar macht, also dass man aus dieser Denke rauskommt, was AutorInnen of Color schreiben,
das adressiert auch nur LeserInnen of Color. Und was Queere schreiben, ist auch nur für die. So wie eben auch der Irrtum ja ist, was Frauen schreiben, ist nur für Frauen. Also dass das alles Gruppen sind, die sich mit ihrem Kram bitte selber beschäftigen sollen. Aber was Männer schreiben, weiße Männer, geht alle an. Dass man sich das klar macht, auch die Machtverhältnisse, die dahinter stehen, und beginnt, sich da selbst zu öffnen und zu interessieren. Und ich glaube, da passiert ja was im Moment. Da machen die Verlage auch mit. Nur fürchte ich immer so ein bisschen, auch da höre ich oft, ja, aber das ist ja jetzt alles erledigt, das haben wir doch jetzt alles. Das glaube ich nicht, weil eben die Geschichte zeigt, es gab diese Wellen immer wieder. Das ist immer wieder verebbt. Es hieß dann immer gleich, ja, jetzt ist aber auch mal gut, was wollt ihr denn noch? Und das im Moment wird eben als Trend wahrgenommen, auch von den Verlagen. Klar sind die da offen, wenn es einen Trend gibt, mit dem sie Geld verdienen können. Aber das heißt noch nicht, dass das jetzt etabliert ist. Und darum geht es, dass man, und dafür ist es wichtig, dass wir die Bücher anhaltend kaufen, dass das nicht ein Trend ist, der vor Wahl geht, von AutorInnen of Color. Also da ist wirklich jede und jeder gefragt. Und auch queere Literatur und Literatur von Frauen. Mhm. und dass man, also deshalb werde ich damit auch nicht aufhören. Ich fange jetzt nicht plötzlich wieder an, weiße Cis-Männer in meinem Blog irgendwie zu besprechen. Ich habe auch überhaupt gar kein Bedürfnis danach, die zu lesen, weil es einfach so viel, nicht weil ich was gegen die hätte, ich habe es ja 30 Jahre lang gelesen, sondern weil es so viel spannende Stimmen gibt im Moment, mehr denn je. Und das müssen wir dann eben auch alle weiter verbreiten und weiter verschenken und damit die Verlage auch so weitermachen. Ich kann das bestätigen. Ich kann mich erinnern, ich habe eine Ausbildung als Buchhändlerin gemacht und in den 80er Jahren. Und da war die sozusagen wieder eine Welle der Frauenbewegung. Und wir haben unseren damaligen Inhaber der Buchhandlung also darauf hingewiesen. Und der sagte, wenn Sie es verkaufen, dann können Sie es auch einkaufen. Und wir haben damit sozusagen dann eine Gondel mit Frauenliteratur angekauft und auch neue Kunden, hauptsächlich Kundinnen damals, gefunden und darüber das Thema sozusagen in die Buchhandlung hineingetragen. Und damit hatte das auch seinen festen Platz. Also ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist, dann immer wieder einen Raum zu schaffen, also sei es im Buchhandel, sei es in Verlagen, sei es die tollen Verlage, die sich auf Literatur von Frauen spezialisiert haben. Und ich kann nur sagen, also ich fand es ein ungemein kluges, spannendes, interessantes und wichtiges Buch, was mir an vielen Stellen nochmal richtig die Augen geöffnet hat, wie im Bereich der Literatur, wo wir manchmal etwas anders diskutieren als in anderen Bereichen der Künste, klar geworden ist, wie auch hier Sexismus stattfindet und Ausgrenzung in etwas anderen Formen. Ja, und damit würde ich vorschlagen, öffnen wir die Runde auch zu der Diskussion. Und ich würde jetzt hier erstmal die Aufzeichnung anhalten.